lodernden Brand. So rollen dem Sieger entgegen die Wogen ins feindliche Land. Hörst du fahren den Klang der Motoren? Hörst du des Motors störende Brand? Es gibt ja Gerüchte, Adolf Hitler sei nicht in Berlin, ja, gestorben im April 1945, sondern er sei noch weggebracht worden. Ja, es bestand zum Schluss, als es klar war, dass die Geschichte zu Ende geht, zwar sehr schnell, der ganz klare Wunsch, aus dem Leben zu scheiden, denn sozusagen wie ein Käfig durch Moskaus Straßen getragen zu werden. Also auf einer Stange, dachte er, er wird in einen Käfig gesteckt, so wie im Mittelalter, war seine Vorstellung, ja. Und dann wird er im Triumphzug durch die Straßen getragen. Was Ähnliches wäre auch passiert, ja, wahrscheinlich hätte man ihn bei der Gelegenheit gesteinigt, ja, oder in Stücke gerissen, ja, aber auf jeden Fall dieses Ende, wollte nicht, dass also ein Ende stattfinden musste, war klar. Und aber in so einer Munitionskiste mit vergrabenen Knochen ist natürlich gewesen. Kein Tod. Nein, und ich meine, da fanden wir auch ein offenes Ohr bei ihm, dass wir sagten, es muss also, wir müssen da ein Ereignis draus machen, das müssen wir zelebrieren an einem geeigneten Ort. Er sagte aber, das geht nicht, es ist zu spät dafür. Da haben wir gesagt, das schaffen wir schon. Er selbst wollte sterben, möglichst schmerzlos, und so tapfer war er ja nicht. Und am liebsten wäre ihm Gift gewesen. War nicht männlich genug, dem Ausdrucksvermögen nach. Nein, ja. Und das muss ich sagen, das hat mir nicht gefallen, diese Idee. Und ich habe das verantwortet, dass der letzte Sanitäter, der noch vorhanden war. Sie haben aber hier diskutiert. Ja, ja, das heißt, sonst gibt es ja nur Befehl oder die irgendwo. Die Spritze, die er bekommen hat, war keine Todesspritze, sondern eine ganz gewöhnliche, starke Betäubungsspritze. Sodass wir ihn anschließend wegschaffen konnten in einer Kiste. Nicht? Die berühmte Kiste, in der man dachte, dass darin die Leiche befördert wurde, war keine Leiche. Und dann Berlin-Nord, ja, über die Elbe, ja, ja, und nach Italien. Wir sind nach Italien. Dieser Weg war ja noch frei und wurde auch frei gehalten. Das ging auch über den Vatikan, der da sehr stark mitgeholfen hat, ohne zu wissen, worum es geht. Da war doch ein U-Boot in Genua. Das U-Boot war nicht in Genua, sondern weiter südlich an der Küste. Und das hat sehr gut geklappt. Wir haben ihn also in dieses U-Boot gebracht. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Ja, die Idee war... Das U-Boot bringt ihn nach Südamerika? Ja, das sollte nach Amerika, wenn man es geht. Man sucht einen Platz in der Welt. Man sucht einen würdigen Platz. Und es gab natürlich auch schon damals in Theorien... In dem Sie ihn hätten töten können mit seiner Zustimmung? In einer feierlichen Form? Wir hätten ihn dort töten können. Er hätte das vielleicht auch gar nicht mitgekriegt. Man hätte ihn durchspritzen, soweit in Bewusstlosigkeit halten können, dass er den Tod nicht hätte gemerkt. Wir hätten ihn und dann wahrscheinlich feierlich. Also verbrennen war natürlich die große Idee. Und das wäre auch wohl das als Feierlichkeit das Beste gewesen. Man sagt sogar, auf dem Dach der Welt sollte es. Ja, das war aber nur zu weit. Ja. Eine Insel im Atlantik. Es gibt ja in der Azorengruppe eine Insel, von der man zwischen Kap Verde und Azoren, ja, genau, also am mittelatlantischen Rücken, ja, ein Felsriff, das noch Rest von Atlantis, ja, einziger Rest, ja,
Jedenfalls als Idee sehr schön. Das hat mir gefallen. Und weil es eine unfruchtbare Felsebene, also ja, nichts drauf. Das ist eigentlich so wie so ein Walkürenfelsen, also könnte man sich vorstellen. Ich bin ja deswegen auch in Europa geblieben, weil die Idee dann war, Leni Riefenstahl zu beauftragen, diese ganze Feierlichkeiten durchzuführen. Oder ein Filmteam. Ja? Nein, erstmal Leni Riefenstahl. Eine andere sollte eigentlich gar nicht in Frage kommen. Und zwar wäre auch die richtige gewesen, wo das Problem war, wie sie dorthin bringen. Denn Fieseler Storch, der zwar alles kann, ja, der, der mit Schwimmkufen arbeitet, plus das Fassungsvermögen seiner Benzintanks ist zu gering. Wir hätten also zusätzlich Versorgungsflugzeuge mit Benzin schaffen müssen. Es, es gab irgendwo im Atlantik sogar noch ein U-Boots-Versorgungsschiff, aber das hatte natürlich Dieselöl. Das ging wieder für den Fieseler Storch nicht. Wir wissen auch gar nicht, ob das U-Boot überhaupt bei Gibraltar durchgebrochen ist, ob es wo es je angekommen ist. Es gibt dann natürlich tausend Gerüchte, dass es bis nach Südamerika gekommen ist. Aber ein Kamerad hat Ihnen erzählt, dass Sie bei der Insel angekommen sind und als Robinsone dort eine Weile geweilt hätten. Ja, aber komischerweise spricht kein Mensch von ihm. Wo ist er geblieben? Es sind aber Knochen dort gefunden worden auf diesem Eiland. Knochen von wem? Von diesen Leuten. Ob seine dabei waren, ein U-Boot-Wrack auch. Wie? Ein U-Boot-Wrack gesunken. Auch. Liegt dort, bisher nicht gehoben, das ist ja sehr tief dort.